Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Elden Ring. In der letzten Folge haben wir den Boss getötet. Und dafür gab es ganz ordentlich... Ach, ich habe schon 20. Oh Gott, was nehme ich denn jetzt? Kondition, Geist, Geschick. Oh, was will ich gehen? Ich will die auf gar keinen Fall ungenutzt lassen. Bleiben danach noch 4000 übrig, oder? Ich nehme das jetzt einfach mal. Jetzt habe ich noch 1353, ja. Na gut. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich freue mich sehr. Ich glaube, in der letzten Folge, das war gar kein anderer Spieler. Das war... Also gefühlt muss das irgendwie ein NPC gewesen sein. Der ließ sich treffen, der hat sich nicht geheilt, der hat so richtig Tank gespielt. Oder das war nur eine KI-gesteuertes Abbild von einem anderen Spieler. Ich bin mir da jetzt nicht so sicher, denn ich kann doch sonst meine Geisterwölfe gar nicht rufen, eigentlich, oder? Das ist so, da habe ich mich sehr gewundert. Normalerweise kann man ja eigentlich die Geisterwölfe nicht rufen, aber diesmal konnte ich das tun. Ach, hier oben ist jetzt nochmal ein Feuer. Sehr schön. Und deswegen habe ich fast so ein bisschen die Befürchtung, dass das definitiv ein NPC gewesen ist, oder zumindest KI-gesteuerter. Come over here, would you? You're tarnished, aren't you? You're tarnished. I would advise against taking the main gate into the castle. It's tightly guarded by hardened old hands. Try the opening right here. The guards don't know about it. You'll breach the castle undetected. Yes, that's the spirit. You're just the kind of tarnished that I like. I pray for your success. Danke für den geheimen Tipp. Ich denke... Hä? Bis gleich. So. Das war ja mal eine interessante Fehlermeldung. Plötzlich die Verbindung verloren. Ich bedanke mich auf jeden Fall für den Tipp, kleiner Mann. Ja, ich denke, Veteranen würden sich sagen, na, scheiß drauf. Ich nehme natürlich das Haupttor, du Loser. Ich nicht. Sag ich ganz ehrlich, ich nicht. Nö. Hier geht's, wenn er sagt, hier geht's auch lang, dann ist ja hier vielleicht sogar ein Hidden Secret. Weil hier ist ja quasi wirklich überall was versteckt. Also da muss ich wirklich sagen, die Entwickler haben sich allergrößte Mühe gegeben. Hier ist überall irgendwas versteckt. Oder ein Geheimnis. Dachte, die hätte man einsammeln können. Nehmen Sie mal ein kleines Vögelchen. So nicht. Nicht mit mir. Hier, da ist ein Feuer. Hier, glaube ich, lieber erstmal zum Feuer. Und gucke mir den Spaß hier an. Das Schloss sieht so richtig gruselig aus. Kann ich hier mein Pferd rufen? Nein. Das wäre jetzt natürlich richtig witzig gewesen. So, ich gehe erstmal nochmal da eben gucken. Hier muss man... Aha. Komme ich da wieder runter? Komme ich hier wieder hoch? Und verkackt. Ach so, zwei Vögel.
Also, ja. Ich hätte mich gerne zu dem Vogel hinter mir umgedreht, aber ich habe gerade gepanickt und konnte es nicht. Ja. Jetzt triggert mich natürlich, dass da unten ein Geheimnis ist. Beziehungsweise, dass da unten was sein könnte, wo man sagt, das könnte man sich gerne mal mitnehmen. Ach so, der Vogel ist auch wieder da. Anstrengend. Federn. Aber höre ich da unten nicht irgendjemand hämmern? Außerdem will ich auch meine Seelen wieder haben. So, direkt den und dann direkt den. Nein, ihr überrascht mich nicht noch einmal. Kriegsfalkenkralle. Wait a minute. Gerade Schwert. Wirbelhieb. Stärke, Geschick. Jetzt aber irgendwie nicht besser, ne? 115 und 26, 101 und 22. Also vom Schaden her jetzt nicht sehr viel besser. Mal schauen, vielleicht hat man ja irgendwann die Möglichkeit, diese Schmiedesteine zu farmen. Ach, meine Seele. Ach, Wille, nimm dir doch auch deine Seelen mit. Deswegen bist du doch überhaupt hier runtergerannt. Oh, ein mysteriöses Fleckchen Erde. Drei gleich. Drei gleich. Nein! Oh, ich hätte... Ja, ich... Ich bin echt... Ewigkeit... Also schon eine kleine Weile in diesem Spiel und ich habe es immer noch nicht gecheckt, dass ich einfach nicht wie ein gottverdammter Berserker da reinrennen soll. Hören die denn irgendwann auch wieder auf, mich zu verfolgen? Oder eher nicht so? Okay. Tatsache. Tatsache, erstmal. Die fliegen einem tatsächlich hinterher. Also, falls jemand sich gefragt hat, wo man hier eventuell Sturmfalkenfedern farmen kann. Das hat ja geil funktioniert. Au, was haben die denn für Beine? Diese Vögel. Was für verrückte Vögel, du. Ja, wenn du kein Schild hast, Gille, dann kannst du dich natürlich auch nicht mit einem Schild verteidigen. Die haben aber auch echt eine sehr creepy Idee, dass den Vögeln hier irgendwelche Schienen an den Füßen kleben. Schmiedestein 3.
hoffe sehr, es hat sich gelohnt. Alter. Lasst ihr mich auch wieder in Ruhe? Ihr lasst mich nicht in Ruhe. Alter. Auf jeden Fall habe ich gekriegt, was ich aus der Ecke wollte. Das ist ja eine verrückte Idee. Die armen Vögel. Opfer eines Bio-Experiments geworden. Ja. Auf jeden Fall, ja. Also falls ich mal irgendwelche Federn suche oder brauche, da würde ich sie sicherlich finden. Ramponiertes... Ach scheiße, dein Ernst, Boy. Ach scheiße. Ach scheiße. Scheiß, jetzt geh doch weg, du blöde Nachricht. Oh, dieses... Dass die Nachricht nicht automatisch verschwindet. Sobald man irgendwie den Kampf betritt. Also so die ein oder andere Komfortsache hätte man ja nun aber auch echt noch mit implementieren können. So, aber der ruft doch... Naja, wobei, wenn die jetzt hier stehen, dann habe ich ja vielleicht Glück. Also, ist ja eine Enge. Vielleicht muss ich die einfach nur zurücklocken. Sieht der mich nicht? Lol, der sieht mich nicht? Okay. Du glaubst als erstes dran. Und jetzt bitte, ich möchte nicht runterfallen. Das waren meine Seelen. So, jetzt bin ich dran. Hier jetzt noch was Hübsches. Ah. Goldene Rune. Sehr schön, nehme ich. Das Samurai-Schwert ist schon schwer. Schon gar nicht so schlecht. Hakenkralle, die gucke ich mir gleich mal an. Oh. Nicht so laut, mein Freund. Ich habe den Weg extra gewählt, damit ich leise in die Burg komme. Leise ist das Gegenteil von laut. So, Moment, die Kralle. Was war mit der Kralle? Ne, die Kralle nicht. Die Kralle. Oh. Oh. Attributskalierung E und C. 89 und 80. Wieso sollte das bitte besser sein als 150? Was habe ich denn jetzt gerade? Ach so, ich will das ja vergleichen. Okay, also weniger. Aber ist die schneller? Ich meine, die ist leichter. Ist die vielleicht schneller? Wir mal gucken. Na, wenn die schneller ist, dann ist natürlich klar, dass die weniger Schaden hat, aber weil man ja eben schneller auch zuschlagen kann. Ah, die Range ist nicht so prallo, hä? Mehr aus wie brennbare Fässer. Nein, da wollte ich nicht hin. Ich hab's doch ehrlich gesagt kommen sehen. Aua. Also so ganz...
Objekt war aus. Ja, das hätte ich mir fast gedacht. Ich weiß gar nicht, ob die Kralle gar nicht so schlecht ist. Schwelender Schmetterling. Ja, ja, ja. Meine Freunde. Splitter. Ich glaube, ich probiere die Kralle mal eine Runde aus. Ich werde sowieso wahrscheinlich nur noch ein ganz kleines bisschen in den Glauben reinskillen. Weil hier findet man so viele geile Waffen. Und ich habe mir gedacht, warum nicht... Oh, die kann man alle öffnen. Warum nicht auch ein bisschen ausprobieren? What is this? Warum nicht ein bisschen ausprobieren und gucken, ob das einen oder andere nicht vielleicht auch cool ist und Spaß macht? Man muss das ja nicht immer so machen, wie man das jetzt beispielsweise im Internet gelesen hat. Ist das ein Objekt? Nein. Gut. Hier komme ich aber wieder runter, ne? Von da bin ich gekommen, deswegen gucke ich mal, wie es hier... What's this? Mich da durch? Nein. In diesem Spiel möchte man einfach alles ausprobieren. Oha. Hallo? Aua. Der hat jetzt... Ach, und ich muss da wieder rein. Der hat 3000 Seelen von mir. Nein! Schiat. Was? Hier unten? Wow. Also, wenn ihr glaubt, dass ich das jetzt alles nochmal mache, dann... habt ihr euch leider geirrt. Okay, ihr habt euch nicht geirrt. Ich... mich doch durch, Boy. Ist ja auch eine Tür. Oh, ich darf hier nicht da rein. Ich will erst meine Seelen wieder zurückholen. So. Ich kann meine Wölfe nicht beschwören, oder? Nein, ich kann die nicht beschwören. Shit. Hier. Ist auch ein bisschen sehr duster hier. Oh. Ob der Seiteneingang jetzt wirklich besser war? Wow.
wurde jetzt schon, bin noch nicht wirklich weit gekommen und ich wurde von Vögeln getötet. Ich werde hier von irgendeinem Ritter getötet. Ob der Haupteingang nicht vielleicht doch entspannter gewesen wäre am Ende des Tages, weiß man nicht. Jedenfalls muss ich hier jetzt erstmal wieder durchrennen. Ja. Okay, ich wollte gerade sagen, so der. Was habe ich mich. Ach, das war ein kritischer, deswegen habe ich mich wieder geheilt, ja? Okay. Lass mich durch! Ich muss meine Seelen retten. So. Nehmen wir das jetzt einfach erstmal. Oh, ein rostiger Schlüssel. Baby. Oh, Baby. Sind die mir von unten hier hochgefolgt? Habe ich einen Abzug gekriegt? Waren das nicht mal zwischendurch 3000 Seelen? Dieses Schloss zu erkunden, stellt sich als echte Herausforderung raus. So. Nein, jetzt sind meine Seelen da oben hin. Wow. Fußspiel. Ja, jetzt brauche ich auch nicht mehr da hochrennen. Was war das? Ist das die Special-Fähigkeit von meinem... Naja, den brauche ich jetzt auch nicht mehr. Den brauche ich da jetzt auch nicht mehr in der Eile hochhetzen. Das ist echt der ärgerlichste Tod von allen, wenn man hier einfach runterfällt. Einfach in den Abgrund fallen ist echt der unnützeste Tod überhaupt. Und hier geht's auch verdammt weit runter, sind wir mal ehrlich. Also die Special-Fähigkeit von der Waffe finde ich jetzt so semi. Bin ich mal ehrlich. Vorhin hat er mich nicht gesehen. Stulpen der Verbannten. Na, wenigstens gab es jetzt mal wieder ein bisschen was zum Anziehen. Zumindest gab es jetzt was zum Anziehen. Das hätte ich mir übrigens auch die ganze Zeit so schön einfach machen können, dass die da alle von der Brücke fallen. Hatte nicht erwartet, dass Nachricht.
ist das für mich jetzt tatsächlich übersetzt? Hat sich das Spiel die Mühe gemacht, mir Bürgerkleidung? Es ist irgendwie alles schlechter, obwohl es leichter ist. Rüstung der Verbannten. Ach, die habe ich auch schon. Und habe ich auch die Schuhe der Verbannten? Nein. Den Helm der Verbannten. Godric Soldatenhelm. Okay, ich bin noch bei mittlerer Last. Ich sehe so ein bisschen aus wie aus Street Fighter hier, dieser Vega. Oder wie der heißt. Eine Riesenexplosion, aber die Fässer sind jetzt nicht, oder wie? Na gut. So, dann habe ich auf jeden Fall aber noch die Chance, hier reinzugucken. Ach, hier geht's auch weiter. Oh. Hey. Ja, ich bin schon sehr, sehr concentrated. Was ist hier? Hofdeutsche. Läuft hier irgendwo ein Ritter rum? Ist der oben aus seiner Kabine rausgekommen, der Boy? Los. Ja. Jetzt war ich ungeduldig. Wirklich, wirklich, wirklich. Ja, Schnauze. Diese Burg geht mir gerade schon sehr hart. Das ist vor allem, ich habe ja noch gar nicht richtig irgendwas gesehen. Das ist jetzt... So. Oh, es will mich einfach. Es ist wirklich. Ich hasse diesen Aufgang. Ich hasse diesen Aufgang. Hasse diesen Aufgang. Das ist so sick und am Ende wartet dann auch noch dieser merkwürdige Ritter und der ist gar nicht so unschwach. Ach, ich habe bestimmt schon 100 Mal meine Seelen verloren hier. Sieh mal, ich habe schon gar keine mehr. Wie oft ich hier auch schon runtergefallen bin. Anvisieren. Unglaublich. So, die rennen mir nicht hinterher, aber alles andere rennt mir hinterher. Okay, die rennen mir doch hinterher. Ich komme da oben an und habe eigentlich auch gar keine Lebensfläschchen mehr. Langsam ich bin, was ist denn da los? Und der Ritter in dem dunklen Verlies da oben, der ist auch echt nicht ohne, ne? So, komm, ja, sehr schön.
Aber ich will wissen, was da in der Truhe ist. Da hatte ich das, was da in der Truhe ist? Nee, hatte ich nicht. Ach, Jesus. Nein. Die Kamera aus der Hölle mal wieder. Die Kamera aus der Hölle mal wieder, dass man hier runterfallen kann. Er macht schon mal seine Aktion hier. So. Ich würde den Ritter eigentlich ganz gerne rauslocken. Rumschwert-Talisman. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Schnell raus hier. Okay. Ich guck mir den Talisman gleich an. Moment, wo ging's da weiter? Da ging's doch weiter jetzt, ne? Ich kletter da jetzt einfach hoch, ist mir scheißegal. Ist mir jetzt echt scheißegal. Muss mir gleich mal den Krummsäbel-Talisman angucken. Ich würde mich über ein Feuerchen sehr freuen. Wo bin ich denn jetzt? Ach so, da, warte. Ach so, hier oben sind auch noch welche. Geht der Ritter da immer noch durch? Klingt auf jeden Fall so, als würde er vor Wut kochen und alles kaputt hauen. Du kannst direkt sitzen bleiben. Und... wo hier überall noch was ist. Feuerfeld. Da drüben ist auch noch irgendwas. Rennt der Ritter da unten jetzt rum? Versucht der ich jetzt echt die ganze Zeit noch zu kriegen? Ohoho. Okay, gute Frage. Wie komme ich jetzt daran? Hä? Hä? Wie komme ich denn jetzt daran? Ja, von der anderen Seite kommt man daran, aber... Kann man da dran hochklettern? Hätte man daran hochklettern können? Oder muss ich irgendwie anders rum und komme nur von daher? Ich glaube, da von hier komme ich da gar nicht rum. Ich würde mich jetzt langsam über ein Bonfire freuen. Wo man hier überall langkommt, bin mir gar nicht sicher, ob das überhaupt der richtige Weg ist. Ziegelhammer. Wo lande ich, wenn ich da jetzt reinspringe? Bin ich doch dann wieder da. Ach, löl. Dann ist das hier nur so ein kurzer Ausflug, oder wie? Hat das sonst keinen Sinn? Hm, schade.
Okay, aber wo ging es denn da jetzt weiter? Nee, da bin ich ja gewesen. Ach, da habe ich das jetzt eben eingesammelt. Ja, genau. Orientierung. Der Feind meiner Videospielzeit. Die Orientation. Ja. Oh. Sag ich gerade. Oh. So, das waren alle meine Heilflaschen. Das waren alle meine Heilflaschen. Was ist er? Was? Ach so, genau. Jetzt hatte ich ja. Ach, ich habe ja einen weiteren Platz bekommen, ne? Verbessert Abwehrkonter. Klingt gut. Und das war jetzt, Moment, das waren da, silberner Feder. Erhöht kurz die Objektentdeckung. Ach, ein Verbrauchsgut. Ja, okay, also das schlucke ich und dann sehe ich, kann ich besser nutzen, ne? Da. Nee, hier sollte ich nicht runter. Ich denke ja hier irgendwie noch an Geheimgänge. Nein, das ist nichts zum Einsammeln. Warte mal, bin ich denn jetzt auf dieser Seite, wo ich da Pilz? Moment, ist das die Seite von eben? Oder nicht? Komm ich darüber? Das sieht mir nach Dorn aus. Es sieht mir auf jeden Fall nicht aus, als ob man daran hochklettern könnte. Traue mich jetzt nicht, den ganzen Weg nochmal zu machen oder zu sterben und den ganzen Weg nochmal zu machen. Ich bin da jetzt gerade nicht ultra heiß drauf. Aber hier sind doch bestimmt auch noch wieder ein paar irgendwelche Leute. Ja, da höre ich auf jeden Fall jemanden marschieren. Gibt es hier noch was? Außer ein paar blöde Nachrichten, nix. Na, sehr gut. Aber witzig, dass sie einen hier trotzdem lang lassen. Ah, das klingt mir wie ein übelst großer Ritter. Da. Ach, und ich hätte jetzt wirklich gerne mal ein Feuer gehabt, ey. Die wollten mir aber auch kein Feuer geben. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser Seiteneingang wirklich so viel besser ist als dieser Haupteingang. Und alles wieder von vorne. Na gut. Einmal probiere ich es jetzt noch und dann mache ich die Folge. Beende ich die Folge. Ich renne jetzt noch einmal so durch. Ja, und dann beende ich die Folge. Und dann geht's beim nächsten Mal weiter. Ich hätte so gern jetzt einfach auch ein. Jetzt sind die anderen Seelen. Oh, jetzt sind alle Seelen schon wieder verloren. Mann, ich habe schon wieder alles verloren. Oh.
Ich meine, okay, so viel werden es jetzt nicht gewesen sein. Bin ich auch mal ganz ehrlich. Die paar Leute, die ich jetzt hier umgebracht habe, werden jetzt den Käse nicht fett gemacht haben. Ich bin doch schon gerollt. Gerollt, roll, roll. Was, die klettern auch? Boah, ihr seid ja Assis. Boah, ihr seid ja Assis. Boah, ihr seid ja richtig Assis. Ihr seid ja richtig Assis, ey. Ich will doch nur ein Campfire, bitte. Ist denn hier nirgendwo? Da! Oh! Oh. Ich habe einen Checkpoint erreicht. Und jetzt kommen sie mir bestimmt alle hinterher. Ich habe einen Ort der Gnade gefunden, meine Freunde. Was eine aufregende Folge. Eigentlich nicht. Ich bin gar nicht so weit gekommen, aber ich habe mal von Sachen gefunden. Hat doch auch was. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Einschalten. Tschüss.